kam recht lahm voran. Schlage schärfere Gangart vor. Ein Floß ist kein Rennen. Wir werden uns im Wesentlichen nach Bestimmung zu richten haben. Hauptsache, wir kommen voran. Ich will wieder noch den Professor sehen. Na, hoffentlich brechen bald gehörige Gefahren über uns herein. Ich beginne mich bereits zu langweilen. Beschwör's nicht herauf. Ein großer Sackstab. Halbwegs versaffter Schutz für die Flanken. Nano, das war dieses Kraut, das der Professor gelegentlich schmaubt, um sich zu konzentrieren. Nehmen wir es mal an. Mein Hemd ist gar. Sehen mir aus wie eine läppische Landratte, meine Herr. Wie mein? Aber Herr Leutnant, gehen Sie doch etwas mehr in der Situation auf. Bin Offizier, kein Hefeteig. Auch ein geiler Kommentar. Ja. Ich weiß gerade nicht, woher das Zitat stammt. Ich meine, das ist auch aus einem Buch übernommen. Bin mir aber gerade nicht sicher. Weißer Müll riecht fast ein. Yay, das Nötigste. Reden wir mal mit mir hier. Der Professor sieht mir gar nicht gut aus. Ja, wie dieses Orakel erreichen, ist doch besser. Kleinigkeit. Dein Optimismus in allen Ehren. Aber ich denke immer an die Worte des Hartwigs. Wer den Fuß bezeichnet, mit schreckensreichen Binder, irgendwie unheimlich. Das Grauen, das Grauen! Ja, er träumt mal wieder. Und wir legen uns erstmal schlafen. Können wir hier zum Glück auch tun. So. Wieder auf 2. Jetzt gehen wir mal raus. Oh, es passiert was. Mich beschleicht das beunruhigende Gefühl, als ob der Dschungel Augen habe. Augen? Kann ich nicht ganz folgen. Unter dem dunklen Blätterdach scheint mir etwas zu belauern. Schon seit einiger Zeit. Achtung! Wird umzingelt! Deckgefäß klar machen! Sandsack schleppen. Das Floß droht beschossen zu werden. Schnell, sorgt für Deckung. Siehst du den Sandsackstapel neben dem Zelt? Yep. Dort kannst du Sandsack holen, um die Deckungslücken in den Flussseil auszufüllen. Die Lücken werden von Pfeilen angezeigt. Hol dir mit Ente einen Sandsack und buxiere ihn in einen der Lücken. Dann holst du dir einen neuen. Falls du dich einbaust, klicke den Sandsackstapel einfach neu ein. Ach ja, das Spielchen läuft auf Zeit. Also los! Und ist eigentlich ziemlich einfach. So wirklich einbauen kann man sich ja nicht. Und die Zeit reicht eigentlich auch locker aus. Na. Auswärtig, du hast 8 Lücken geschlossen. Wir laufen, das nützt etwas. Der Beschuss sitzt ein. Deckung. Alle Gefährten verlieren 0 HP. Ihr erhaltet 200 Erfahrungspunkte. Grässliche Gegend. Bloß weiter. Ein Vorschlag nach meinem Geschmack. Das war Minigame Nummer 1. Scheint aus dem Bereich der Schussweite entkommen zu sein. Zumindest fürs Erste. Ja, wie gesagt, Minigame Nummer 1 auf dieser Flussfahrt. Nein, ich möchte nicht schlafen. Was war denn da draußen los? Mit einem Mal blitzen die einfach Fallen durch die Luft. Schätze, das Lager für Urheilkrieger. Kannibal, wo wirklich. Du verstehst es wirklich, mich zu beruhigen. Du sagst nichts Neues. Ja. Wir speichern wieder. Bäh, kann
das Zeug nicht mehr sehen. Fische. Lisa, speichern. Und wir gehen wieder raus. Sehen Sie einmal da vorne, Herr von Backwitz. Wo denn? Ah, wo gucken Sie denn hin? Da vorne meine ich. Potzblitz. Sieht glatt nach einer Anlegemöglichkeit aus. Könnte doch unmöglich nach Ziel sein. Wohl kaum. Ich denke, wir werden uns einfach ein paar Zusätze auf unseren Reisen geboten. Ob wir sie annehmen, liegt ganz bei uns. Wären blöd, wenn wir nicht anlegen würden. Also, anlegen. Ei, ei. Ich setze uns ganz satt und super auf. Deshalb, bam, gelandet. Da hast du über Bord gegangen. Das wollten sie doch sowieso. Ja, genial. Eine kleine Landpartie. Wartet, da bin ich dabei. Und der Professor? Spiel ihm nicht die bessere Krankenschwester. Und damit sind wir an Land. Da oben in den Pflanzen? Da oben die Pflanzen sehen komisch aus, aber erstmal will ich hier untersuchen. Meine Passwort strahlt draußen und nicht vor Pflanzenfaser zu stehen. Eine merkenswerte Pflanze. Die werden wir auch mit schwerstem Gerät nicht vernichten können, wenn nicht zerrichten können. Seht nur, die Seilenkerbung scheinen ein Muster zu bilden. Zahlen vielleicht. 2, 1, 2. Ja. Das bezieht sich auf hier oben die Pflanzen. 1, 2. 1, 1, 2. Und offen. Ja. Den Code muss man hier oben einfach nur bei den Pflanzen einstellen. Und wo sind wir hier gelandet? Immer weiter. Ich fürchte, wir sind zu leicht. Tja. Was ist hiermit? Ruhe ist fest verschlossen. Glaube mir, dir hilft am besten, unterirdisch ganz im Westen. Nun geschwind die richtige Richtung wähle und 335461 dort zähle. 335461. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 4, 6, 1 war's, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 3, 3, 5, 4, 6, 1. Und et voilà. Wir sind Seil. Ziehen wir mal dran. Zack. Ich habe schon merkwürdige Dinge gesehen. Ja. Wenn man zwei ist, kann man natürlich auch den hier machen. Einfach hier hingehen. Aber naja. Finde ich ein cooles Rätsel. By the way. So. Und wir wollen den Stein hier hochschieben. Zack. Und die Kiste ist offen. Lichtwasser, Titanschild. Was Blitz, Staunlingsmaterial. Kruppstall ist Knäckebrot dagegen. Hoffentlich kommt der Professor bald wieder auf die Beine. Er könnte vielleicht etwas dazu sagen. Mal sehen. Problem, die Kettensäge ist jetzt Zweihandwaffe. Da kriegst du den Titanschild. Und wir gehen weiter. Denn das war alles, was wir hier erledigen können. Ja. Man sieht ja mal zu, dass er wenigstens das Ablegen so einigermaßen hinbekommt. Sanft und ruckelfrei, als ob ich ein Stück Seife steuerte. Ja. Ich hätte jetzt nichts gegen ein Mikro einzuwenden. Oh oh.
Der war jetzt schneller. Und der war noch mal schneller. Hören Sie das auch? Auf den Elefanten gehen Sie aber auch Schlag auf Schlag. Minigame-Time. Schrummschnellen. Fällt er uns denn hinter? Festhalten, alle miteinander. Ich lenk uns dahin durch. Weiche mit den Pfeiltasten den Felsen auf deinem Weg aus. In rund einer Minute soll es doch schon durch sein. Und los. Ja, wir können wieder nur nach links und rechts. Und müssen einfach nur ausweichen. Und das war's. 0 Felsen gerammt, 100 Erfahrungspunkte. Das war Minigame Nummer 2. Das waren die letzten Felsen. Ich habe uns nicht wildversehen durchgeschlängelt. Naja. Immerhin leben wir noch. Was sind mein Lob meine nautischen Fertigkeiten? Na, nicht übermütig werden. Muss uns meine anerkennenden Najas wieder streichen. Tja. Dieses Geruckel und Geschuckel ist unserem Antwort gar nicht gekommen. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dich hier ganz allein bei deinem unheuerlichen Patienten zu wissen. Ich komme schon zu euch, Liebster. Und wenn was ist, dann ruf ich sofort. Versprochen. Zieh doch nicht sein Gesicht. Na gut. Na ja, dann mal wieder nach draußen. Aber das Gefühl, dass immer etwas Schlimmes passiert, sobald ich aus dem Zelt komme. Was fantasierst du nur zusammen, Schatz? Naja, ganz unrecht hat er nicht, der gute Magnet, ne? Gehen wir mal raus, gucken, was passiert. Herr Leutnant, gut, dass Sie kommen. Ich wusste es! Sie wussten, dass da vorne schon wieder eine Anlegestelle kommt? Natürlich. Habe ich eine Anlegestelle geahnt, als er noch mit der Rasse gespielt hat. Das macht keinen Sinn. Aber egal. Sie meinten wohl, als ich noch auf dem Friedhof verteilt herumlag. Wir jetzt keine schlimmen Geschichten aus seiner Kindheit hören. Wir werden natürlich anlegen. Ei. So vergrüßt mit seichter Brandung. Mit dem Schiff erglückt die leichte Landung. Das hast du wirklich schön gesagt, Wesen. Geht bekannt, aber ein Land. Na dann, reagiert eben niemand auf mich. Ja. Und die zweite Anlegestelle, bei der wir auch wieder was machen können. Und auch tun. So, wir speichern nur nochmal eben. In die Tiefen musst du gehen, das hohe Bild sehen. Bist du dazu bereit? Ja, sind wir. Ups. Lob. Das ist für einen Sprung etwas zu gewagt. Den Kapillarrest, lage alles. Es ist zu gewagt! Wir sollten die Dinge lieber so akzeptieren, wie sie uns vorgesetzt werden, Schatz. Noch ist es zu gewagt. Ach ja, wir kommen hier by the way auch nicht mehr raus. Da ist nichts zu machen. Reiche nicht daran. Selbst gar das Blinkenblitz hätte da Probleme. Dann suchen wir meinen anderen Weg hinaus. Da ist auch im Moment nichts zu machen. Denn, hinaufklettern, die Stiege sind viel zu glatt.
Wie kommen wir jetzt hier raus? Haben wir uns eingesperrt? Glaube ich nicht. Aber sehen wir mal weiter. So. Wir wollen diesen Stein dort auf das Loch schieben. Ja, hier runter wäre Schwachsinn. Es ist manchmal nur ein bisschen blöd zu sehen, wo man überall hinten dran laufen kann und wo nicht. Denn, ja. Es ist einfach lange gesagt, ich mag solche Schieberätsel. So gebaden generell. Hat einfach riesen Spaß. Und man wird ein bisschen auch gefordert. Denn, ja. So, hier runter bringt erstmal nichts, denn hier käme ich nicht mehr hinter den Felsen dran, hier sowieso nicht, also muss er nach oben. Jetzt nach unten wäre auch Schwachsinn, also muss er nach oben. So. Obenrum bringt mir hier nichts, also runter. Ach, hier würde mir auch nichts bringen, also... Wie gesagt, ich mag solche Rätsel sehr. So, gucken wir mal, was jetzt los ist hier unten. So, ein Abgrund hier! Dachte mir eben, den Weg freigerätselt zu haben. Plopp. Na bitte, geht doch. Hepp, hepp. Findest Lianensteigeisen. Das ist alles? Nicht mal Erfahrung? Und 25 Erfahrungspunkte. Na also. Boah, die Stimme von Makritz, ey, ist Wahnsinn. Naja. In den Lianensteigeisen. Können wir gerade mal gucken. Wenn ich's finde. Ah, da. Eine Dschungelkletterausrüstungsgerätschaft. Ja. Da fehlt ein L. Dschungelkletterausrüstungsgerätschaft. Und ist trotzdem ein unmenschlich langes Wort. Naja, aber damit kommen wir wieder hoch. Ja, einen anderen Zweck hat das... hat diese Gerätschaft erstmal auch nicht. Und mehr können wir ja auch nicht machen. Also, wir zurück zum Floß. Na, so geht's. Ja. Ablegen! Was guckt der noch immer so merkwürdig? Da ist wieder was im Busch, ich spüre es. Ein neuer Feierring, der droht? Ich weiß es nicht, aber hier ist irgendetwas. Was geht denn hier vor sich? Verstehe. Ihr wart, glaube ich, gegen Eis empfindlich. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ach, Stamm. Schutzmauer. Schätzen wir es halt nochmal ein, weil ich weiß nicht mehr, wogegen wir wirklich empfindlich sind. Wasser und Feuer, Schläge und Ramattacken, Tritte und Klingenwaffen, okay. Die Eckenschere, ja. Korbat Magnus. Also Grünzeug, wächst nicht mal! Hoppenstein! Ja, ich weiß, Schatz! Aber das müsste eh schon gewesen sein. Genau. Und zweimal Löwenzahn. Da muss der Dschungel schon mehr ausspucken als solche Kleinigkeiten. Ich hoffe, nun sind sie zufrieden. Velociraptor. Bei Bank vorbereiten, Stampfen und Kurbat Magnets.
Ach Quatsch, Schulterrammer, Stampen, Gruppenheilung 2. Im vorwärtigen Geflügel, dem komme ich mit Prügel. Und tschüss. Bingo von Magdezettel 21. Falls Sie auch noch einmal meine Hilfe benötigen, rufen Sie einfach. Sag mal dazu. Ich halte diesen Fluss für einen maßlos übertrieben gefährlichen Ort. Ja. Ach ja. Siehst du. Huch! Ach, du bist es, Schatz! Machst du ja da, Täubchen! Dieses Korsett bringt mich noch um bei dieser Hitze. Hilf mir einmal in den Rückenbändern. Sag mal, hast du gerade deine Hände? Und wenn der Professor nur noch aufwacht? Kann sich ja die Decke über den Kopf ziehen. Er kann es nicht lassen. Glücklicherweise bin ich den Nieren gelüsten des Fleisches entflohen. Was kümmert mich das Liebesglück, wo ich doch das Recht des Geistes durchstreiten kann? Eleonore! Eine Weile später. Seht ihr etwa ein Gesicht an diesem herrlichen Tag? Während der feine Herr die Zeit in Zelten verbringt, habe ich ihn so ein gutes Stück weiter begleitet. Und ob sie es glauben oder nicht, da vorne kommt schon wieder... Eine Anlegestelle? Richtig, anlegen. Ich habe die Liebesgondelherrschaft in eine lauschige Lagune gepustet. Hey, lass den Eis. Komm, Schatz, lass ihn eine Weile in Ruhe. Und wir sind geheilt. Perfekt. Jetzt brauchen wir das Liansteigeisen. Ich bin der Spiegel, suche das Wahre. Dann brich sein Siegel und hob ins Klare. Aha! Äußlich, kann nicht arbeiten ohne klare Befehlslage. Naja. Ich bin der Spiegel. Wovon der Spiegel? Guck euch das Gebiet hier mal an. Es fällt was auf. Diese Plattform ist gespiegelt auf dieser Plattform. Wenn das der Spiegel ist, dann ist hier das Wahre. Diese Felsvorsprung sieht wie eine Spiegelung des Rechten aus. Wollen sehen, ob es hier auch einen Siegel zu brechen gibt. Bäm. In der Tat. Drücken dann und... Hatte es aber schon fast erwartet. Hattest du nicht, Dorfschneider? Ja, was machen wir jetzt mit diesem Felsen? Ich würde mal sagen, das hier. Tada! Hatte so etwas? Nein, hattest du nicht! Klettern wir mal hoch. Und holen unsere Belohnung. Stahlpanzer, Balsamöl, Badekur, yay! Brauchen wir alles dringend. So, Stahlpanzer braucht für ihn Schwächer. Und wer für ihn Schwächer somit? Ja. Badeöl und Balsamkur waren wichtig. Ach, Balsamöl und Badekur. Gab dich wohl, fremdes Gestade.
Sollten wir nicht bald am Ziel sein? Der Professor sieht gar nicht gut aus. Wird höchste Zeit, dass wir dieses Orakel erreichen. Na? Was fällt es dieser Kerl denn plötzlich für einen Mist zusammen? Ich denke, sie sollten rauskommen. Schnellstens! Ja, wie klingt das denn? Es hat ihn schon wieder gerammt. Es! Irgendein Schatten schießt ständig gegen unseren Bug. Ist doch gegen jede Vorschrift. Sehen wir erstmal an. Na, wo denn? Achten Sie auf einen dunklen Schatten unter Wasser. Da! Meine Güte, wo denn? Es kommt langsamer ran als letzten Male. Liebe Zeit, was für ein Riesenbiest! Und wir sehen nur den Kopf! Damit rammt es noch unser Floß in zwei, wenn niemand was unternimmt. Attacke! Du meinst doch nicht ernst! Das meinst du nicht ernst! Langsam sollte ich dich kennen! Bossfight gegen Leo Pleuderon, wie das heißt. Egal. Einschätzen. Quetschsprung. Und definitiv Schutzmauer. Leo Pleuderon. 2000 HP, 60 MP. Feuerschläge, Klingenwaffen. Kälte, Tritt und Überraschung. Okay. Au, au, au. Überraschung, da haben wir doch was. Babank. Tritte. Ja, stampfen. Und du. Gruppenmeinung 2. Magwitz, Schulterramme. Stampfen. Flinkheit. Ja, das kennen wir schon. Das macht nämlich auch gut Schaden. Bank. Stampfen und. Guck mal, zwei. Riesenkrokodil mit Flossen. Lächerlich. Aber nein, es sind die Pleurodon. Lesen Sie doch die Anzeige. Als ob Magnus lesen könnte. Oder die Anzeige lesen könnte. Naja, wir bleiben dann doch bei Schulterramme. Macht ein bisschen mehr Schaden als der Bank. Oder doch nicht? Ah, egal. Der Bank. Stampfen. Gegengift. Der Bank. Stampfen. Mittlere Heilung auf dich selbst. Bank, Stampfen, mittlere Heilung auf sich selbst. Warte nur ab, wenn ich kehrt sich die Nahrungskette gleich um. Ja, auch ein sehr leichter Boss. Wenn er normal angreift, ist er Angriff lachhaft. Einzig gefährlich bei ihm ist seine Sturmflut. Oder seine Bissattacke, wenn er wirklich mal zubeißt. Der normale Angriff ist Pillepalle. Mach mal eine Gruppenheilung. Und tschüss. Und ein Apfel erhalten. Yay. Bis
zieht sich zurück. Und wir scheinen auch unser Ziel erreicht zu haben. Ja, die Sumpfmarkierung dort ist ein eindeutiges Zeichen. Ein neues Orakel, wir kommen. Kannst du die Augen wieder aufmachen, oder sind wir noch nicht angelandet? Einen Moment. So, jetzt dürfen wir. Könnte tatsächlich der richtige Ort sein. Na dann, auf geht's. Wer wird eigentlich den Professor tragen? Was gucken Sie mich so an? Hoffentlich klingt uns auch alles so, wie wir es, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen den Professor heilen und uns irgendwie auf die Erde verfrachten lassen. Und dann einen Weg finden, wie wir unser gesammeltes Wissen gegen die marsianischen Eroberer einsetzen können. Kommen die nicht manchmal auch? Also, ich meine, fällt du nicht gelegentlich auf? Zweifle nie! Du hast recht, wir schaffen das! Ich habe den Professor. Frag jetzt lieber nicht, wo? Gehen wir zum Orakel. Ja. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, ich gehe uns noch kurz heilen im Zelt. Denn das können wir ja noch. Und dann würde ich sagen, beende ich meinen Part. Und ja, gebe dann wieder ab an Chisra, der, sobald er wieder gesund ist, hoffentlich aufnehmen kann. Ja, und würde mir sagen, bis dann, Leute. Ciao, ciao.